dass die Leute sich eben mal trauen, oder? So eine Karriere im Unternehmertum einzuschlagen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Julian Liniger. Er ist 28, kommt aus dem schönen Biel, oder wie er würde sagen, Biel, nehme ich an. Er ist der Gründer von der Relay-App. Die App macht Bitcoin-Investing so einfach, wie es noch nie war. Wie, wo, was, genau erzählt er aber nachher gerade selber. Hallo Julian, wie geht's dir? Schön, bist du da. Genau, hallo Nico, merci vielmals für die Einladung. Geht mir sehr gut, hoffe dir auch und freue mich sehr auf das Gespräch. Definitiv, definitiv. Julian, erzähl mal gerade schnell, eben Relay, Bitcoin-Investing. Ich meine, Bitcoin im Moment natürlich in aller Munde. Was genau macht ihr? Genau, wie du sagst, Bitcoin in aller Munde. Es gibt viele Leute, die in Bitcoin investieren wollen, auch normale Leute, und nicht irgendwie Finanz- oder Tech interessiert sind oder grosses Vorwissen haben da. Und für die, genau diese Leute sind eigentlich wir da. Wir machen Bitcoin endlich einfach für jedermann. Du kannst bei uns einfach wirklich innerhalb von einer Minute in Bitcoin investieren, ohne dass du gross irgendwie musst registrieren, ein Konto eröffnen, irgendwelche Dokumente aufladen, nichts. Du ladest wirklich die App ab, kannst sagen, wie viel du kaufen willst, machst eine Bankzahlung, also schickst uns das Geld und bekommst nachher in der kürzesten Zeit Bitcoin auf dein Handy. Und du kannst nachher mit diesen Bitcoin auch machen, was du willst. Du hast direkt eine Wallet, also du kannst nachher die Bitcoin versenden, du kannst Bitcoin empfangen, du kannst sie halten direkt bei dir auf dem Handy. Du kannst, wie gesagt, kaufen und verkaufen direkt von deinem Bankkonto. Das alles bereits ab 10 Schweizer Franken. Also du musst nicht das ganze Bitcoin kaufen für 50'000 Steine, du kannst wirklich 10 Schweizer Franken machen. Und das Coole ist eben auch, du kannst auch einen langfristigen Sparplan einrichten, also via Dauerauftrag sagen, ich will eben irgendwie 20 Stutz in der Woche in Bitcoin investieren. Nachher tust du einen Dauerauftrag aufsetzen und nachher füllst du so eigentlich dein Bitcoin-Sparkonto nach deinem Namen. Okay, klingt mega spannend. Bevor wir jetzt noch auf die Story, deine Geschichte eingehen, kurze Frage, warum grundsätzlich sollte ich in Bitcoin investieren? Jetzt deiner Meinung nach, also wir sind natürlich, ich glaube weder du noch ich sind irgendwie Finanzberater oder was auch immer, aber was ist deine Meinung, warum dass man sollte überhaupt in Bitcoin investieren? Wie gesagt, also das muss sicher jeder für sich selber wissen, ob er will in Bitcoin investieren oder nicht. Aber wie du genau richtig hast, wir sind keine Finanzberater, wir können die Zukunft da nicht vorhersagen. Aber wir haben einfach ganz fest das Gefühl, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist, die es je gegeben hat auf der Welt, die es je gegeben hat, wir als Menschheit. Haben ja immer viele verschiedene Arten von Geld gehabt, oder Arten, wie wir unser Geld sparen. Da hat es irgendwann angefangen mit Glasperlen, mit Muscheln, mit Salz, mit Rinder, wo man hat gehandelt und Zeug und Sachen. Was sich sehr lange durchgesetzt hat, war Gold, weil Gold super Charakteristik hatte für ein Sparmedium, für eine Store of Value, eine Wertaufbewahrung. Und nachher hat es Fiat-Geld gegeben, also Papiergeld, wo jetzt aktuell eigentlich Papiergeld physisch oder auch digital, ist ja aktuell das vorherrschende Sparmittel. Also 2/3 von der Schweizer zum Beispiel sparen ihr Geld auf dem Sparkonto, das Bankkonto, wo sie Schweizer Franken drauf haben, also sogenannte Fiat-Währungen. Und jetzt gibt es seit 10 Jahren das Bitcoin, wo man auch Geld drin sparen kann. Und wir sagen dem eben so ein bisschen, das ist das Gold 2.0, also das ist digitales Gold, das sich eben extrem gut eignet für langfristig sparen, wo es eben grosse Unterschiede hat zu dem Fiat-Geld, das wir jetzt haben. Das Fiat-Geld, das wir jetzt haben, das hat Inflation. Also du verlierst 1-3% jetzt im Schweizer Franken, 1-3% reale Inflation. Also du verlierst 1-3% an Kaufkraft von deinem Geld, das einfach auf dem Sparkonto liegt. Nachher hast du 0-Negativzinsen, also es kommt die Hürde von den Negativzinsen kommt immer mehr oben ab. Bei einer Bank ist es bei 100'000, bei denen schon ab 50'000, zahlst du Negativzinsen. Also zahlst du, damit du das Geld überhaupt halten darfst. Also kann man nicht von Sparen reden. Und drittens hast du dann viele Bankgebühren, die versteckt oder transparent sind, wenn du dein Geld ausgibst oder wenn du dein Geld auch schon nur halt ist, zahlst du irgendwie bei den meisten Banken 5 Lieber pro Monat, dass du überhaupt dein Geld aufschaust. Also unter dem Strich verlierst du als Sparer mit Schweizer Franken Geld.
Und das ist jetzt nochmal von Schweizer Franken, die noch eine der stabilsten und besten Währungen auf der Welt sind. Also geht man mal zum Euro, geht man zum US-Dollar, sind die Inflationszahlen schon viel höher. Geht man irgendwie venezuelischen Peso oder so, dann sind wir in Hunderte von Prozent an Inflation. Also du kannst dort ersparen, ist nicht möglich mit solchen Währungen. Mhm. Und Bitcoin ist eben unabhängig von Regierungen, von Banken. Sprich, es kann nicht einfach entwertet werden. Es kann nicht einfach neues Geld gedruckt werden, sondern es ist eine dezentrale Software, Open-Source-Software. Es ist grenzenlos. Also sprich, es kommt nicht darauf an, ob du jetzt Geld von hier nach Senegal schickst oder von hier nach Venezuela schickst. Es ist ganz, es ist völlig effizient, oder? Wo es einfach digital ist. Und all die, es gibt ganz viele verschiedene Charakteristika, weil Bitcoin wirklich das Beste die beste Spartechnologie macht. Allen voran ist eigentlich wirklich die Knappheit. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, es wird nie mehr geben. Das ist eben wie beim Gold, es ist knapp. Es kann nicht einfach von Regierungen und von Banken immer mehr gedruckt werden und somit inflationiert werden. Und das ist nachher einfach das Angebot- und Nachfragespiel. Oder wenn das Angebot fix ist, eben die 21 Millionen, und die Nachfrage wird immer wie grösser, wo eben die Leute merken, dass das so eine gute Art ist, das Geld zu speichern, desto höher wird der Preis. Desto höher wird der Preis. Ja. Und das ist so okay. In 10 Jahren und es wird von unserer Sicht so weitergehen. Okay. Spannender, kurzer Ausblick in die Richtung. Wir wollen heute nicht über das Thema diskutieren, Bitcoin oder nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ich glaube, man hat zumindest mitbekommen, dass du dich da damit natürlich beschäftigt hast als Gründer von Relay. Heute geht es aber um deine Geschichte, um dein Unternehmen, wie du zu dem gekommen bist und so weiter. Jeder, der sich überlegt, in dem Fall in Bitcoin zu investieren und oder entschieden hat für sich, dass er möchte in Bitcoin investieren, darf sich gerne mal Relay anschauen, aber unbedingt sich selber die Meinung bilden. Perfekt. Julian, jetzt hast du die App. Wie hast du gestartet? Ja, also ich meine, hast du die selber programmiert? Wie ist das losgegangen mit deinem eigenen Unternehmen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Schon mal grundsätzlich, nein, ja, also nicht selber programmiert. Ich kann leider keine Zeile Code selber schreiben. Also ich bin wirklich nicht der Techniker. Ich habe das auch nicht studiert oder so. Ich habe Psychologie studiert und nachher im Master BWL-Master abgeschlossen. Noch. Also mich interessieren grundsätzlich Menschen und mich interessiert Business. Dort bin ich gut. Also mir interessiert auch Technologie natürlich extrem, on the high level, aber es ist eben nicht so, dass ich selber Code schreiben kann, leider. Was mega cool wäre, aber das kann ich nicht. Grundsätzlich bin ich dazu gekommen, wo ich einerseits ein eigenes Bedürfnis hatte nach dem. Also das ist wirklich, ich habe für mich ein Problem gelöst, wo es mir gedacht hat, ich Bitcoin investieren, vor allem eben so mit regelmäßigem Sparplan, ist einfach viel, viel zu mühsam. Und das hat mich angeschissen, jedes Mal durch all die verschiedenen Service-Provider, die du dann musst nutzen musst. Du musst irgendwie hier Exchange haben im Ausland, du musst dort Geld herschicken und warten, bis es dort ist. Und dann musst du selber mit ziemlich komplexen User-Interfaces jonglieren, dass du dann mal an deine Bitcoins kommst. Und dann hast du die Bitcoins aber dort drauf und musst sie noch abladen auf deine Wallet. Du willst ja deine Bitcoin auch versenden und du willst sie selber halten und nicht irgendwie auf so eine Exchange, wo nicht weißt, was mit dem passiert, es könnte gehackt werden und so weiter. Nachher musst du ja wieder eben eine Wallet haben, hast dann verschiedene Wallets je nachdem und so und musst dort wieder ein Login haben, hast dort wieder das Passwort und hier das Passwort und dort musst du dann noch die Seite selber aufschreiben und schauen, dass das nicht verloren geht und. Und das ist mir selber doch einfach viel zu mühsam gewesen. Ich habe das Gefühl, dann muss es etwas Einfaches geben, dann muss es einfach das App geben, wo du mit ein paar Klicks das alles kannst machen und fertig, also alles aus einer Hand. Und wo ich eben so ein bisschen Bitcoin-Dude immer gesehen natürlich, wo ich relativ früh dabei war, hey, auch in meinem Umfeld, meine Familie, meine Kollegen, meine Freunde, ja, wie so ein gefragt, eben du kennst dich ein bisschen aus mit dem Bitcoin, wenn ich jetzt da mal 50er oder 100er investiere, was meinst du, könnt ihr das machen und so. Und dann immer müssen sagen, es gibt leider einfach keine einfache Lösung. Die Lösung im Moment ist, du musst dir etwa eine Woche, zwei Zeit nehmen und dich registrieren und Dokumente aufladen bei diesem Exchange und nachher, bis du dort mal ready bist, kannst du mal Geld schicken, wartest wieder, bis es dort ist und nachher dort bla bla bla. Eben der ganze Prozess geht wirklich schlussendlich 1 bis 2 Wochen Minimum und ist relativ komplex, man muss ein bisschen technisches Know-how haben und so. Und das haben dann viele einfach nicht machen.
Also das ist so, ich habe angefangen, grundsätzlich hat das Ende 2018, wo ich gesagt habe, ich habe ein Problem und ziemlich viele Leute in meinem Umfeld haben ein Problem und das ist noch nicht gelöst. Mhm. Und meine Lösung war einfach wie einfach gewesen. Also einfach, es klingt im Rückblick und klingt immer nur einfach, aber am Anfang war einfach wie klar gewesen, hey, komm, mach doch eine App, wo das alles ganz einfach macht. Für heute gibt es ja alles eine App, oder? Warum gibt es noch nicht eine einfache App für Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen und einen Sparplan zu machen? Dann haben wir uns mal mit dem anfangen beschäftigen, ja, und nachher ist es eigentlich losgegangen, wirklich Anfang 2019. Okay, Anfang 2019, das ist jetzt gut 2 Jahre her. Hast du dir auch schon vorher überlegt gehabt, oder ist für dich immer ein Thema gewesen, dich mal selbstständig zu machen, mal dein eigenes Unternehmen zu gründen? Oder ist das wirklich mehr aus dem Grund herausgekommen, dass du gesehen hast, hey, da ist ein Bedürfnis, ich sehe da eine Chance, in dem Fall mache ich es jetzt. Wie ist das gewesen? Ja, immer nicht. Aber ich grundsätzlich bin natürlich schon immer eher ein freiheitsliebender Typ gewesen und eher so ein bisschen ein Freigeist oder so. Würde mich wahrscheinlich so ein meine Kollegen so beschreiben. Habe nie eine hohe Lust gehabt, für einen Chef zu arbeiten oder so. Oder? Ich habe nie eine hohe Lust gehabt, Regeln zu befolgen. Ich habe auch nie Lust gehabt, in einem Grosskonzern zu arbeiten, wo alles sehr reglementiert ist und sehr bürokratisch und so. Und so ein bisschen diffus wie ein Zahnrädchen in einer riesigen Maschinerie. Darum habe ich wahrscheinlich schon so ein bisschen die Bedingungen erfüllt, wahrscheinlich für mal Unternehmer zu werden. Renzo, das hat mich schon in die Richtung gezogen, aber bewusst gewusst, ich möchte Unternehmer werden. Hat er bewusst das gemerkt und wahrscheinlich so anfangs 2017, sage ich mal, oder so 2018, als ich bin im Masterstudium schon war. Und irgendwie hat mich das schon immer ein bisschen gestört, dass vor allem eben im Masterstudium, wo vor allem Betriebswirtschafts- und Business-Sachen studiert, auch Kurse genommen, immer gestört, dass das die eigentlich voll hat vorbereitet für eine konservative Stelle bei einem Grosskonzern oder bei einem Bundesbetrieb. Du hast gerade in Bern, oder ich habe an der Uni Bern studiert und das ist natürlich, Bern ist halt so ein bisschen Stadt von den Bundesämtern und von den bundesnahen Grosskonzernen. Und dort ist wirklich, ich habe das Gefühl, alles ist ausgelegt. Jeder Kurs ist ausgelegt, darauf zu trimmen, dass du mal bei der SBB eine Managementposition hast oder vielleicht noch bei der Post oder beim Bundesamt für Statistik oder so. Mhm. Und das ist für mich einfach so, weiter weg hätte das jetzt nicht können sein von meinem Interesse oder und von meiner Persönlichkeit und so. Ich habe mich eben immer so ein bisschen, ja, es hat mich spannender gedacht, irgendwie so ein bisschen ja, Start-up-mäßig oder irgendetwas eben selbstständig oder auch KMU oder einfach so. Und das, von dem hat es wenig gegeben. Und da hat es dann eine sehr geile Vorlesung gehabt, die es jetzt auch immer noch gibt. Das ist ein Seminar, wo du nennen Being an Entrepreneur. Und dort ist es eben auch um Entrepreneurship gegangen. Eine von den einzigen Vorlesungen, wo um Entrepreneurship ist gegangen. Und dort hat es mich richtig gepackt. Dort hat es mich richtig fest gepackt, dass das Ganze eben Unternehmer sein, was bedeutet das, was hat das für Risiken, was hat es aber auch für riesige Chancen, oder, wo du kannst. Was bedeutet das für einen Unternehmer persönlich? Was bedeutet das aber auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft allgemein und so? Und wie geht man da vor? Und mit Finanzierung und so? Und das Produkt entwickeln, MVP entwickeln und das Testen und all das Zeug ist mir alles neu gewesen, aber hat mich mega spannend gedacht. Und dort habe ich dann so ein bisschen überlegen, das könnte es wahrscheinlich sein, es könnte in die Richtung gehen, Unternehmer. Aber ich habe dann noch gedacht, ja, aber bevor du wirklich selber etwas starten kannst, dann musst du ja dann gleich irgendwie auch 5 bis 10 Jahre immer arbeiten und Erfahrungen sammeln und so. Und dann bin ich aber das Auslandssemester noch gemacht in der Nähe vom Silicon Valley, also an eine University, eine kleine University, ein bisschen nördlich von San Francisco in Kalifornien. Und dort habe ich dann natürlich auch, dort ist wie umgekehrt gesehen. Dort hat es wie keine Vorlesungen gegeben über Konzerne und so, sondern dort ist alles so ein bisschen auf Entrepreneurship und Startup und so ausgerichtet gesehen. Und dort habe ich mega viel gelernt und mega viel von dem Spirit können aufsuchen, so ein bisschen von dem Silicon Valley Spirit. Und bin dann einfach retour gekommen, eigentlich anfangs 2018, und gesagt, mal, that's the, also das, so schnell wie möglich muss ich so einen Weg einschlagen, eben Unternehmer werden. Okay. Spannend. Kann ich natürlich auch ein bisschen unterstützen, dass ein Großteil, ich habe ja auch BWL studiert, also einfach einen Bachelor, dass das sehr vieles darauf ausgelegt ist, wie du sagst, mal einen Konzern Karriere zu machen.
Wir haben aber dann auch eine Vertiefungsrichtung machen, Unternehmertum, wo mega cool war und wo auch mich natürlich umso mehr, also ich bin dort eigentlich schon Unternehmer gewesen, aber trotzdem, ich habe das sehr cool gefunden, dass es das gibt und bin voll bei dir, das müssen wir in der Schweiz ein bisschen mehr fördern in diesen Lehrgängen. Aber es ist, wie es ist. Mega spannend. Du hast dann, Entschuldigung? Sorry, dass es so blöd ist, aber ich glaube, es kommt immer mehr. Eben, gerade jetzt an der Uni Bern hat es wirklich so ein Center of Entrepreneurship, wo glaube ich, mehr Kurse angeboten werden, Seminare, Vorlesungen und so. Und auch mehr Leute angestellt werden, also mehr Professoren, die sich auf das spezialisieren. Ich glaube, an den Elite-Unis, so ein bisschen ETH und HSG und so sowieso. Auch jetzt mit der HWZ Zürich bin ich da immer ein bisschen näher in der Zusammenarbeit, auch hier und da mal einen Gastvortrag gehalten und so. Dort haben sie auch, die HWZ ist wirklich auch sehr, sehr innovativ und hat recht viel über Unternehmertum und Startup und so. Also ich glaube, es kommt, aber definitiv, es müsste noch viel mehr. Und mit in der Schweiz könnte man das noch viel mehr fördern, dass die Leute sich eben mal trauen, oder so eine Karriere im Unternehmertum einzuschlagen. Also bin ich bei dir. Cool, perfekt. Ich hoffe schwer, dass das noch mehr ist. Ist ja auch ein Grund, dass ich den Podcast gestartet habe, weil ich eben die Leute inspirieren und motivieren, sich mal zu überlegen, ihr eigenes Ding zu machen. Du hast ebenfalls 2018 entschieden, du möchtest dich selbstständig machen. Hast dann gesagt, 2019, Anfang 2019 ist dann wirklich losgegangen. Wie konkret bist du da gestartet? Also eben, du hast vorher studiert, ich nehme an, du hast jetzt auch nicht einfach unfassbar viel Geld zur Verfügung gehabt, um zu sagen, ich fange jetzt mal an und habe ewig Zeit, sondern wie bist du denn da vorgegangen? Also wie ist das jetzt gewachsen bis jetzt in den ersten zwei Jahren? Mhm. Absolut, also ich habe überhaupt kein Geld gehabt, für irgendwie grosse, teure Experimente zu machen. Ich bin froh gewesen, wenn ich jedes Monat die Miete zahlen und Rechnungen und dann vielleicht noch die Steuern irgendwann ist, zu spät. Also schon, nein, bei geldmässig bin ich recht im Seich gewesen, dann, muss man sagen. Und das hat aber niemand abgeschreckt und es hat auch mich nicht abgeschreckt. Wie ich angefangen habe, ist einfach, ich hatte noch einen Job gehabt. Also dann habe ich alles zusammen noch gehabt, dann bin ich noch am Fertigstudieren gewesen. Nein, das ist dann. Nein, dann habe ich schon fertig studiert. Aber ich habe nach dem Studium, während dem Studium schon 60% gearbeitet als Unternehmensberater bei einer kleinen Unternehmensberatungsfirma in Zürich. Und bin dann vor der Entscheidung gestanden, werde ich mich dort 100% anstellen oder weiterhin 60%. Und dann ist eben dann das langsam gekommen mit dem selbstständig werden und so. Und dann habe ich gesagt, ich werde gerne 60% bleiben. So kann ich meine Rechnungen zahlen und so. Und den Rest werde ich eben für meine Projekte investieren, meine Zeit. Und das war ein sehr guter Entscheid gewesen, glaube ich. Also das könnte ich jedem raten. Wenn man noch nicht genau weiß, ob jetzt die Idee funktioniert oder nicht, oder, dann ist es halt schon noch gut, wenn man einen Teilzeitjob hat, wo in die Rechnungen zahlt, aber eben Fulltime wäre auch nicht gut, weil du brauchst Zeit. Du brauchst mega viel Zeit für dich zu connecten, für das Ausprobieren und so. Und das habe ich dann nämlich auch so gemacht. Also ich habe dann 60% angestellt gewesen und habe nebenbei angefangen, wie genau das hat angefangen, anfangs 2019, ist wirklich so, ich habe mich mit vielen Leuten austauscht, ihr Krypto-Szene, also ihr Szene, eben Bitcoin in der Schweiz, das ist schon relativ gross gewesen dort. Und habe relativ viel Research betrieben, also sehr viel, wie könnte man das technisch umsetzen, wie sieht es rechtlich aus, wie sieht es finanzierungstechnisch aus, würde es Leute geben, die das finanzieren würden. Businessmodell natürlich, wir haben einen Businessplan verschrieben, wir haben ein Pitch-Deck verschrieben. Ja, erste Leute können für die Idee begeistern, die haben gesagt, ich helfe dir ein dabei. Oder eben einer, der im Business, in Business-Sachen viel erfahrener ist als gewesen, und einer, der in Tech ist gut, also Programmierer. Die haben beide gesagt, komm, wir tun das Projekt noch ein bisschen weiterverfolgen, das fände ich spannend, das fände ich cool. Ohne dass irgendwie Geld ist geflossen, nichts, einfach wirklich, weil sie es spannend gefunden und weil sie natürlich auch eben an Bitcoin geglaubt haben, allgemein. Und nachher haben wir uns mit Zeit immer mehr so zusammensetzen, haben Ideation gemacht, haben die ganzen Themen einfach bearbeitet, haben so ein Mockup gemacht, wie könnte die App aussehen, wie könnte der Userflow aussehen. Der Techie hat natürlich sich dann wirklich damit beschäftigt, wie kann man das technisch umsetzen. Ich habe viele rechtliche Abklärungen gemacht, habe viele Business-Sachen gemacht. In Englisch hat man sich dann auch anmelden für Startup. Competitions, so Wettbewerbe gibt es ja mega viel, eben Swiss Innovation Challenge zum Beispiel, und zweimal sind dabei gewesen, die grösste von der Schweiz. Die Uni Bern hat auch eine eigene Startup Challenge, wo wir sind dabei gewesen. Wir haben einen Hackathon gemacht, also dort treffen sich irgendwie 500 Leute in einem Raum für
48 Stunden, kann man sich jetzt Corona-technisch natürlich nicht mehr vorstellen, aber dann anfangs 2019 hätten wir das noch können. Mhm. Hacke einfach an eine Idee um, oder? Jeder hat eine Idee und die Leute versammeln sich und so und probieren innerhalb von 24 Stunden einen Prototyp zu bauen und so. Das war auch mega cool gewesen. Also wir haben viel so Startup-Competitions gemacht und eben unser Businessplan, unser Pitch-Deck, unser Prototyp weiterentwickelt und das ist alles ähnlich als Hobby gesehen. Also 2019 ist das Ganze einfach noch ein Hobby gesehen von uns, wo wir haben ein bisschen durchgezogen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wirklich da im Markt, also Kunden sind interessiert an dem. Einige Investoren können da auf alles interessiert sein an dem. Einige Partner können interessiert sein an dem. Also wir haben gemerkt, da ist irgendetwas am Markt, da kommt etwas, da ist die Idee findet Anklang. Und das haben wir gemerkt, durch dass wir eben mal eine Website haben aufgeschaltet haben, dass wir mal Social Media Channels haben aufgeschaltet haben, dass wir mal Telegram und eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben, wo Leute reinkommen konnten, die das sehr spannend gefunden. Und das ist dann eben so ein bisschen gewachsen am Anfang, oder? Und dann haben wir gemerkt, okay, da ist Interesse da, das ist cool. Und ja, bis Ende 2019 aber wirklich immer noch ein Hobby gewesen. Okay. Und dann Ende 2019 müssen wir sagen, okay, jetzt entweder gehen wir auf das und weil aus dem wirklich ein Produkt machen und ein Unternehmen machen, aus dem Hobby, also wirklich so Hobby, Produkt, Unternehmen, wir lassen es sein, oder? Und dort ist dann eine recht schwierige Phase gekommen, bis wir nachher dann im März 2020 das erste Mal ein bisschen Geld aufnehmen können und das nachher wirklich haben die App umgesetzt. Also das heisst, im 19 einfach mal gestartet als Hobby, ohne irgendwie, dass das Geld hätte müssen fließen oder etwas müssen verdienen, weil du hast noch einen 60% Job gehabt. Und jetzt ist ja erst vor einem Jahr, in dem Fall, im März 2020, das erste Investment gekommen, habe ich das richtig verstanden, wo euch dann ein bisschen die Möglichkeit hat, auch jetzt ein bisschen damit zu verdienen und die App umzusetzen und so weiter, dass ihr dann könnt eure Jobs kündigen. Genau, richtig. Also vorher ist es wirklich von jedem noch völlig auf freiwilliger Basis gewesen. Es ist kein Geld geflossen. Mhm. Und nachher haben wir eben uns entschieden, ja, wir werden das verfolgen. Also vor allem zwei Leute, ich und der Adam, der Mitgründer, haben gesagt, mal, wir glauben an das. Wir haben einen Prototyp gehabt, der funktioniert hat. Wir haben das schon mit echtem Geld, also so 10, 15 Leute haben das schon mit echtem Geld getestet. Die Software hat funktioniert. Es war einfach wirklich noch ein crappy Prototype gewesen. Also noch weit weg von einer App, die kannst du in App Store stellen, aber es ist Software, die funktioniert, wir haben gewusst, es wird rechtlich und so waren wir eigentlich nicht ready gewesen. Oder wir haben einfach natürlich Geld gebraucht, für das umzusetzen. Und eben der Adam, der Mitgründer, hat auch, der hat ein Kind auf dem Weg gehabt. Also sprich, der hat nicht einfach jetzt ein paar Monate gratis arbeiten können. Der hat noch einen Job gehabt, ich habe noch einen Job gehabt. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt das machen wollen, dann müssen wir uns lösen, dann müssen wir kündigen und Vollgas geben für das. Aber eben, ich habe das Geld bekommen. Und nachher war das wie mein Job, zu schauen, wo wir Investoren her bekommen. Und ich dachte, das ist auch mal easy. Also, ich meine, es gibt in der Schweiz so viele reiche Leute, es gibt so viele Business Angels, es gibt Venture Capitalists, es gibt irgendwelche Stiftungen, die dir Geld geben für eine Startup-Idee. Es sieht immer alles so einfach aus. Oder? Ich meine, man liest über so riesen Millionen Finanzierungsrunden und so. Oder eben auch vom Silicon Valley, bin ich auch ein bisschen gewonnen gesehen, dass einfach mal hast du hast ein Pitch-Deck, hast eine Idee, hast ein gutes Team, zack, hier mal eine Million und schaust mal, oder? Mhm. Das habe ich so ein bisschen erwartet, dass es das so einfach wird. Und das war das Gegenteil gewesen. Also es war wirklich crazy gewesen. Ich habe mit locker über 100 Leuten geredet, die potenzielle Investoren wären gewesen. Und ich habe es nicht geschafft, ein paar tausend Franken aus denen rauszubekommen. Das ist wirklich crazy. Also die Leute haben einfach, ich weiß nicht, an was es gelegen, aber wirklich ganz viele haben einfach, das war wie noch zu früh gewesen, wahrscheinlich. Also die haben vielleicht schon gedacht, ja, das könnte die Idee sein, ist cool und so, aber die haben nie gedacht, dass ihr das Geld, das sie würden investieren, sich jetzt würde lohnen. Oder? Und ich habe es wirklich nicht geschafft, irgendwie 20'000 Franken aufzunehmen, für dass wir mal das App hätten entwickeln können. Mhm. Und das ist bis eben im März 2020 gegangen und unterdessen habe ich natürlich schon ein paar Mal einfach fast aufgegeben oder habe gesagt, nein, kann man, also der lassen wir es in dem Fall, der hat wahrscheinlich kein Potenzial, wenn wir nicht mal ein, zwei Investoren können dafür überzeugen, oder? Und er zum Glück aber der Lars, der jetzt auch Mitgründer ist und der erste Business Angel ist gewesen, und da haben wir eben lustigerweise an dieser Startup Competition von Uni Bern, haben wir den lernen können, er war dort unser Coach gewesen.
Der hat dann gesagt, also, der hat uns dann weiterverfolgt, wir haben immer regelmässig noch Calls gehabt. Und der hat gesagt, also komm, was brauchst du jetzt noch, dass du starten kannst? Das ist wirklich eine coole Sache, das sind ja coole Typen, Junge und so, drei Drive. Was brauchst du jetzt noch, dass du starten kannst? Und er hat gesagt, ich brauche jetzt echt 20.000 Steine, damit ich den Adam kann zahlen kann, damit der wenigstens einen kleinen Lohn hat, dass das in die Familie kann, wenn er an dem arbeitet. Und dann können wir es live schalten. Das hat, bei 3 Monaten haben wir das programmiert, braucht 26.000 Steine. Dann hat er gesagt, also, ich organisiere dir das. Und dann hat er investiert und ein Kollege von ihm, sind die ersten 2 Business Angels gewesen. Dann haben wir das mega unkompliziert mit einem Vertrag gelöst. Wir haben noch nicht mal eine Firma gegründet, nichts. Wir haben einfach unkompliziert mit einem Vertrag gelöst, dass eben die 20.000 Steine, mit denen können wir jetzt jemanden arbeiten, der das App entwickelt. Und das hat dann Adam gemacht. Ich habe immer noch keinen Cent gesehen. Dann, also dann sind wir schon über ein Jahr dran gewesen und ja, viel Zeit und Blut und Schweiß investiert. Aber noch nie gesehen davon, aber das war auch okay gewesen. Und der Adam hat eben dann mit dem Geld arbeiten können. 3 Monate haben wir Vollgas gegeben. Er wirklich eben das ganze App entwickelt, ich so ein bisschen das Community Management gemacht und geschaut, dass wir da ein bisschen Followership können aufbauen können, das ganze Social Media, Marketing, Businessplan weiterentwickelt, eben für Finanzierung vorbereitet und so. Und dann haben wir das vom 1. April bis am 1. Juli haben wir 3 Monate Vollgas gegeben und dann haben wir es rausgelassen. Genau, das ist so, wie es dann hat angefangen. Cool, also 1. Juli war in dem Fall der Launch von der App. Genau, 1. Juli 2020, ja. Okay, das sind ja jetzt, kann ich rechnen, 8 Monate. Genau, ja. Was ist seither passiert? Wie viel, kannst du etwas sagen, wie das Unternehmen heute aussieht? Wie viele Downloads haben wir? Sorry, vielleicht wie viel Umsatz wird über die App gemacht oder wie viele Bitcoins sind schon gekauft worden? Einfach so ein paar Zahlen, dass man sich jetzt vorstellen kann, was jetzt hier gegangen ist. Ja, klar, gerne. Ja, dann ist es wirklich, ist wirklich extrem abgegangen. Wenn man so zurückschaut, die letzten paar Monate waren echt crazy gewesen. Das hat man uns nie erhofft, natürlich. Wir haben das dann gelauncht, 1. Juli. Und nachher haben wir ziemlich schnell schon wirklich gemerkt, wow, okay, jetzt geht's los. Jetzt können die Leute das App brauchen und finden es auch super geil. Wir haben sehr viele positive Feedbacks bekommen auf Social Media. Wir haben extrem gut, die Followerzahlen sind hoch geschossen. Wir haben schon recht viele App-Downloads gehabt, also ein paar hundert in den ersten Tagen. Und man denkt, wow, okay, da ist etwas rum. Die Leute finden das cool. Und nachher haben wir eigentlich in den ersten, es ist echt stetig gewachsen, immer ein bisschen mehr. Und nachher haben wir durch die guten Zahlen, die ersten paar Monate, haben wir es dann auch geschafft, wirklich eine richtige Finanzierungsrunde aufzunehmen. Und dann haben wir eine Seed-Runde aufgenommen von verschiedenen Business Angels von 200.000 Franken im Oktober. Und gerade im November darauf ist uns noch eine Venture Capital Firma angegangen. Von Lausanne, Polytech Ventures, das ist recht eine bekannte Schweizer Venture Capital Firma, die auch nochmal 100.000 investiert hat in einen Convertible Loan. Sprich, da haben wir dann plötzlich ziemlich Geld gehabt. Oder? Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir mit dem Geld? Wir müssen jetzt eigentlich so schnell das gute erste Wachstum, das wir haben, müssen wir jetzt können anfangen skalieren. Weil wir genau gewusst, okay, meine, es könnte immer noch ganz viel Imitatoren geben, es könnte immer noch jemand anderes das machen, was wir auch machen. Es ist nicht grundsätzlich Rocket Science, was wir machen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie etwas Neues haben erfunden, wo völlig einzigartig ist, sondern jeder, der das App sieht, der ein gut Programmierer ist, kann das eigentlich nachbauen. Mhm. Und darum müssen wir extrem schnell sein, extrem schnell wachsen, dass es gar nicht mehr rentiert gegen uns, die uns probieren zu kopieren. Oder? Und das haben wir dann gesagt, das Geld wollen wir vor allem für das nutzen. Wir haben nachher im November ein Team aufgebaut mit dem Geld, also von den 2 Leuten, die wir sie gesehen haben, Adam und ich, sind wir dann auf 9 Leute rauf. Haben 9 Leute angestellt, nicht Fulltime, aber sind 9 Leute nachher wirklich in einem Tech-Team und in einem Marketing-Team an dem am Arbeiten gewesen. Nachher haben wir ein Referral-Programm lanciert, also dass die User haben etwas zurückbekommen, wenn sie die App weiterempfohlen an andere. Das, die 2 Massnahmen vor allem, sie ist glaube ich, dass es wirklich nochmal eingeschlagen wird oder nochmal wirklich auf das nächste Level ist gekommen. Plus ist natürlich auch dann gekommen, wo Bitcoin so im Hype war.
Also, dann ist auch plötzlich eben ein Bitcoin-Preis von 10.000 auf 20.000 über Weihnachten, plötzlich im Januar irgendwie auf 30.000 und mittlerweile ist jetzt, wo wir reden, ist er auch irgendwie mal auf 50.000 gewesen und jetzt wieder so auf 40.000. Einfach extrem, der Preis ist extrem hoch und es ist extrem Hype gewesen und er ist natürlich Bitcoin überall in den Nachrichten gekommen und irgendwie in 20 Minuten schon über Bitcoin gelesen und so. Das hat uns natürlich auch extrem geholfen. Also ich glaube, die drei Faktoren sind es dann so gesehen, dass im November noch ein Stück das nächste Level erreicht vom Machten her. Und jetzt eben so nach 8 Monaten, wie sieht das Unternehmen aus? Eben, wir haben jetzt 12 Leute angestellt, wir haben ja AG, wir haben verschiedene Investoren, die da Teilhaber sind, wir haben ein Büro und so. Also es ist wirklich vom Hobby zum ersten Produkt ist jetzt wirklich ein Unternehmen geworden, das gut funktioniert. Wir haben ein Advisory Board, das ziemlich bekannt ist. Wir haben einen Verwaltungsratspräsident, der bekannt ist und so. Also jetzt sind wir wirklich so ein richtiges Unternehmen. Natürlich noch Startup und alles chaotisch und so, aber es ist eine Firma jetzt, die funktioniert. Und okay, von den Zahlen her sind wir auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt mittlerweile 15.000 App-Downloads, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, aber in insgesamt 25 verschiedene europäische Länder, also wir sind in ganz Europa irgendwie angekommen. Wir haben letzten Monat, also im Februar, haben wir 2 Millionen Schweizer Franken ist in Bitcoin investiert worden über uns. Okay. Also sprich, das Volumen ist relativ gut. Es ist auch etwa um 50% gewachsen seit letzten Monat. Also letzten Monat haben wir ein bisschen mehr etwas zwischen 1,5 Millionen und jetzt 2 Millionen. Also das ist schon gewachsen und wir machen auch schon gut Umsatz. Wir haben jetzt letzten Monat haben 30.000 Franken, ein bisschen mehr als 30.000 Franken Umsatz gemacht. Sprich, das hilft uns schon, also das deckt etwa schon die Hälfte von dem, was wir an Geld verbrennen im Monat. Ja. Also wir haben natürlich eine grosse Burnrate, wir verbrennen viel Geld pro Monat, wie es bei einem jungen Tech-Startup normal ist. Aber wir kommen schon relativ nahe dazu, dass wir viel von diesen Kosten selber decken können. Und wir haben wirklich eine loyale und schnell wachsende Userbase. Wir haben 5.500 monatlich aktive Nutzer, die Minimum 1 Investment pro Monat machen. Und das ist auch relativ stark am Wachsen. Und dann haben wir das Referral-Programm läuft auch gut. Wir haben jetzt über 7.000 Codes, die aktiv sind, wo die Leute eben die Referral-Codes weitergeben und die Leute einladen zur App. Und so sind wir gut aufgesetzt für noch weiteres Wachstum. Ja. Cool. Du hast gesagt, ihr macht jetzt aktuell 30.000 Franken Umsatz, oder habt ihr gemacht? Kannst du vielleicht dann noch schnell sagen, wie konkret das Geschäftsmodell in dem Fall aussieht? Ich nehme ja an, grundsätzlich kann der Kunde die App kostenlos abladen und in Bitcoin investieren. Wo verdient denn ihr jetzt das Geld daraus raus? Genau, ja, das ist wie alles bei uns sehr einfach. Also die App ist gratis, wie du sagst, und wir haben einfach eine Umsatzquelle aktuell, das ist Transaktionsgebühren. Also jedes Mal, wenn du Bitcoin kaufst oder Bitcoin verkaufst, dann zahlst du 3% an dem. Also du kaufst für 100 Steine, bekommst für 97 Steine Bitcoin retour. Und die 3%, der Teil davon ist unser direkt Gewinn oder Umsatz in dem. Und ein Teil geht an Broker. Und wir sind direkt an einen Schweizer Broker angeschlossen, der das tatsächliche Geldwechselgeschäft macht. Mhm. Und der nimmt 1% davon. 1% bleibt bei uns und 1% ist eigentlich eben für das Referral-Programm, wo wir noch Kommission zahlen an die Leute, die eben neue Leute rein, wo die App empfehlen in dem Sinn. Also ganz einfach eigentlich 1% für Marketing, 1% für einen Broker, für das ganze Geldwechselgeschäft. Okay. 1% bleibt schlussendlich netto eben bei uns. Okay, darf ich fragen, wenn du zu den Businessplan anschaust, wie viel Umsatz, dass er im Monat, jetzt sind wir bei 2 Millionen, auf wie viel dass ihr etwa müsst wachsen, damit so Break-Even erreicht habt? Was habt ihr euch da etwa ausgerechnet? Da müssten wir jetzt eigentlich nochmal etwa verdoppeln. Und okay, dann sind wir auf gutem Weg. Also wenn wir jetzt eben verdoppeln, jetzt haben wir 2 Millionen Volumen, wenn wir auf 4 Millionen Volumen kommen und etwa, so auf die 50.000, 60.000 monatlichen Umsatz machen, dann schaffen wir schon unsere Kosten, monatliche Kosten eigentlich zu decken. Und ab dann geht es nachher wirklich darum, skalieren.
Genau, also Profitabilität ist so ein bisschen das nächste Ziel. Und gleichzeitig ist natürlich auch das Ziel, jetzt eigentlich, wo wir erste gute Zahlen haben, das zu nutzen, also die Traction zu nutzen, für noch mehr Geld aufzunehmen, weil wir uns zwar wieder wie verschulden auf eine Art oder einfach ja, Geld aufnehmen, was uns nicht gehört, aber mit dem können wir natürlich nachher eben nochmal in die nächste Wachstumsstufe hineingehen. Und schlussendlich skaliert das Modell eigentlich sehr gut. Eben, wir sitzen wie 12 Leute. Ich sage, mit unter 20 Leuten können wir eigentlich in alle europäischen Länder skalieren. Und da ist natürlich mehr, eben vom Volumen her noch viel, viel mehr möglich und vom Umsatz her noch viel, viel mehr möglich mit etwa den gleichen Fixkosten. Ich sage jetzt okay. Mal, die Fixkosten, die wir jetzt haben, sind so 50.000, 60.000 im Monat. Das geht vielleicht noch auf 100.000 im Monat auf, aber viel mehr dann nicht. Yeah. Und dann kommt das Volumen, also die Nutzerzahlen können wir noch wie endlos skalieren. Also wir haben noch einen Markt, einen potenziellen Markt von 500 Millionen Leuten in Europa. Oder jetzt fangen 15.000 App-Downloads. Und da können wir eigentlich, ohne dass wir gross noch weitere Kosten, Fixkosten uns aufbürden pro Monat, können wir in grosse Sphären noch kommen. Was Nutzer angeht, was Volumen angeht und Umsatz. Cool. Spannend. Viel Erfolg dabei in dem Fall in Zukunft. Kommen wir noch mal retour auf deine persönliche Geschichte. Wie hat sich jetzt dein Leben verändert? Du hast ja eben eigentlich während dem Studium nur Teilzeit gearbeitet, wie du gesagt hast. Und nachher gar nie 100% als Angestellte, so wie ich es verstanden habe. Aber gleich, wie hat sich dein Leben verändert, seit jetzt du dein eigenes Ding machst, seit wirklich das Startup 100% von deiner Zeit oder zumindest von deiner Arbeitszeit in Anspruch nehmen? Ja, das war doch nochmal ein relativ grosser Change gewesen. Ich habe zwar eben, wie du auch schon gesagt hast, ja immer relativ selbstbestimmt schon arbeiten können. Auch bei der Firma, die ich am längsten angestellt war, da bin ich etwa 4,5 Jahre gewesen. Bei einer kleinen Unternehmensberatung eben zu Zürich. Das war mega cool gewesen, auch Inhaber geführt von Gründerin. Direkt mit ihr zusammengearbeitet, an mega interessanten Projekten. Und sehr, sehr flexibel, also immer schon können viel Homeoffice machen oder ich war einfach sehr, sehr flexibel schon sonst gewesen und sehr informell und sehr cool. Und gleich ist natürlich immer etwas anderes, eben, wenn du für jemanden anderes schaffst. Oder man sagt ein bisschen, entweder musst du deinen eigenen Traum verwirklichen und sonst wirst du angestellt, für jemand anderem seinen Traum zu verwirklichen. Punkt. Oder so einfach ist es eigentlich. Und das, genau so habe ich es auch gefühlt, dass ich eben, ich helfe jemandem, seinen Traum zu verwirklichen, aber schlussendlich arbeite ich einfach für jemanden. Und man arbeitet ja nicht wenig, also man arbeitet irgendwie 8 bis 10 Stunden pro Tag, also irgendwie die fast die Mehrheit der wachen Zeit ist man eigentlich am Arbeiten. Und dann ist es für mich wie langfristig klar gewesen, dass ich nicht für jemanden anderes arbeite in dieser Zeit, sondern dass ich meine eigenen Träume möchte verwirklichen. Und das ist jetzt, dort angekommen bin, dass ich nur noch an meinem eigenen Traum muss arbeiten und nichts anderem, ist schon eine riesen Veränderung. Vor allem so im oder du bist viel einfacher zu motivieren. Oder? Du bist extrem motiviert in allem, was du machst. Und alles, was du machst, ist wirklich wie, es fühlt sich auch nicht mehr wie Arbeiten an. Es ist wie, ich bin jetzt sicher viel mehr am Arbeiten als vorher, aber ich bin viel weniger müde davon. Zum Beispiel, es fühlt sich nicht als Arbeiten an. Es ist wie Freizeit, die ganze Zeit eigentlich. Und vorher ist es halt einfach arbeiten und boah. Und irgendwie, du hast so wie der Druck, dass du ein Ziel musst erreichen, wo eigentlich nicht deine eigenen sind, dass du anderen Erwartungen musst gerecht werden. Was auch okay ist, weißt du, ich glaube auch, dass viele sehr gut performen in dieser Umgebung. Aber bei mir ist es jetzt wie nicht so gewesen. Für mich ist es ein grosser Druck gewesen, für mich ist es so, Leistung, also ich habe schon immer meine Leistung natürlich erbracht, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt aber erstens motiviert bin, zweitens aber auch viel mehr Leistung bringen als vorher. Also ich habe mir das zum Beispiel nie zugetraut, irgendwie in einer Firma zu machen, die ich jetzt mache. Also ich glaube, dort hat sich viel verändert vom Output her, aber auch zur Zufriedenheit mäßig. Also es ist einfach wirklich, ich glaube, wenn man so strikt ist, dass man eben autonom wird arbeiten, flexibel wird sein und für sich selber und unabhängig, dann ist das das Beste, was einem passieren kann, wenn man an einem eigenen Unternehmen arbeitet und ein eigenes Unternehmen aufbaut. Das würde ich unterschreiben, definitiv. Jetzt
gibt es ja gleich, eben, du hast es vorher schon gesagt, nicht nur gute Momente in dieser Situation. Was war bis jetzt der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Ist das dort gewesen, wo du wirklich probiert hast, voll reinzugehen und einfach nach 100 Investorengesprächen immer noch keinen Investor gehabt hast? Oder hat es da noch einen anderen gegeben, der vielleicht noch gleich schlimm oder sogar schlimmer war? Ja, das finde ich gut, dass wir das noch ansprechen. Also es klingt eben im Rückblick und dort alles immer, ja, super gesehen und Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie von 0 auf 100 ist alles perfekt funktioniert. Es ist eben, es gibt ganz viel, gerade wenn du früh bist, gerade Early Stage, aber auch jetzt immer noch, es gibt so viele Momente, wo es dich auch anschießt, wo es richtig, richtig hart ist. Also ich glaube eben in der so Konzernkarriere ist vielleicht immer so ein bisschen, ja, ist auch immer hoch und tiefs, oder? Aber es ist immer alles relativ sicher und relativ planbar und relativ vorhersehbar. Und ihre Unternehmerkarriere ist natürlich extrem hoch, oder? Es ist extrem, wow, die erste Million oder ah, die ersten 1000 App-Downloads und ah, das ist so richtig geil, oder? Das ist krass. Und dann hast du aber extrem viel Momente, wo du am Boden bist und wo du denkst, nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich fühle mich Burnout, ich fühle mich irgendwie frustriert, es glaubt niemand an mich, nicht mal meine Mami glaubt an mich. Also, du bist dann wirklich richtig am Boden auch, und das ist hart. Ich glaube, also, eben, wenn man sich für das entscheidet, muss man das so ein bisschen verarbeiten. Und ich glaube schon, der härteste Moment war auch, im Februar gewesen, letztes Jahr, wo ich eben nach gefühlt hunderten Investoren einfach nicht mal 20 Mil auftreiben für das Projekt, wo wirklich irgendwie niemand mehr an mich und an das Produkt hat geglaubt. Aber auch Mitgründer, die immer so ein bisschen hyped waren, die gesagt haben, ja, sie wollen und so, haben plötzlich auch Abstand genommen und irgendwie wie, ja, der beschäftigt mich mit etwas anderem, oder? Wenn das Projekt nicht und da kein Geld rausschaut, muss ich etwas anderes machen, oder? Und da bin ich wie wirklich ziemlich allein da gestanden dann in diesem Februar und habe einfach gewusst, ja, ich schaffe es nicht, Geld aufzunehmen. Und habe eigentlich schon fast aufgegeben, oder? Ich eigentlich aufgegeben dann. Und plus, ich habe noch ein sehr gutes Jobangebot auf dem Tisch gehabt, wo ich konnte, wieder als Unternehmensberater, aber bei einer grossen Unternehmensberatungsfirma arbeiten, hat man natürlich eine gute Nase verdient und dort wäre der einfache Weg gewesen. Und dann hast zusätzlich eben noch Kollegen und Familien, die sagen, ja, nimm es doch, das ist ein super Angebot, geh doch da jetzt arbeiten für die grosse Firma und mach Karriere und das ist doch super, was machst du jetzt da mit dem huren komischen Projekt, wo eh nie etwas wird, was hast du jetzt mit dem noch deine Zeit vergeuden, oder? Und das war wirklich der Moment gewesen, wo ich mir ganz, ganz manchmal, schlaflose Nächte hatte und wo es wirklich hart war, wo es eigentlich schon fertig war mit dem Projekt, aber es ist eigentlich wie abgeschrieben. Und gleich habe ich es dann wie nicht geschafft, aufzugeben. Ich wollte nicht aufgeben dort. Ich habe einfach gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Jetzt sind wir eigentlich gleich schon so weit gekommen. Es gibt es nicht einfach auf. Oder komm, probieren wir mal. Und das war dann eben zum Glück gerade dort der Zeitpunkt gewesen, wo mich der Lars verwünscht hat und hat gesagt, also komm, was brauchst du, wie viel Geld brauchst du. Und nachher ist es dann wieder gut gekommen. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Momente, wo das sehr, sehr am Boden bist und am Arsch bist und so. Das kennst du auch als Unternehmer. Ich glaube, das Klar. ist eine Ausnahme. Definitiv. Aber wie du auch gesagt hast, oder mit dem Lars im Moment, irgendwann kommt wieder ein Türchen, irgendwann geht das Türchen auf, irgendwann, wenn du lang genug durchhältst. Ich sage jetzt, natürlich muss die Idee an sich funktionieren. Es muss das Geschäft da sein. Also man kann nicht blind starten und das Gefühl haben, irgendwann funktioniert. Es muss schon Hand und Füße haben. Aber dann musst halt einfach auch durchhalten und Durchhaltevermögen haben. Und dann sollte im Normalfall irgendwann ein Türchen aufgehen. Okay, also schwierige Momente gegeben. Jetzt, was war dafür in dieser Zeit auf der anderen Seite der beste Moment gewesen? Der erste Moment war, als wir das erste Mal 1 Million Volumen geschafft haben. Und da weiss ich noch, da haben wir gerade ein Team-Meeting gehabt. Dann haben wir Fabio auch schon gehabt. Also haben wir einen Marketing-Chef gehabt, einen Tech-Chef gehabt und ich. Dann haben wir ein Team-Meeting gehabt und wir haben genau gewusst, das wird wahrscheinlich gerade, wir haben natürlich einen Live-Ticker quasi, was das Volumen angeht. Und wir haben genau gewusst, okay, dann wahrscheinlich etwa zu dieser Zeit, wo wir jetzt Meeting haben, werden wir die 1 Million knacken. Und das war, glaube ich, Anfang November gewesen.
Und der ist wirklich so, sogar ganz Meeting hat er gesagt, jetzt müssen wir schnell stoppen, jetzt müssen wir das schnell den Moment genießen. Und dann haben wir wirklich alle so auf den Live-Ticker geschaut, dann ist so von 999.000 plötzlich auf 1 Million. Und dann haben wir wirklich gesagt, wow, weißt du, so, wir sind dann irgendwie noch nicht mal ein halbes Jahr live gesehen und nach einem halben Jahr, wo sich das App nicht hat zum Downloaden gegeben im App Store, wo einfach nichts gesehen und nicht mal 6 Monate ist über 1 Million Schweizer Franken über das App drüber gelaufen und es funktioniert um eine Tausende von Kunden und einfach so, wow, weißt du, das Gefühl, was hast du geschafft in so kurzer Zeit mit plötzlich so vielen Leuten, die irgendwie daran beteiligt sind und so viel Hype ausgelöst hat und irgendwie so echtes Geld verdienst mit dem und so. Einfach wirklich, das war so der Erfolgsmoment gewesen, wo glaube ich, für uns und für das ganze Team einfach unglaublich ist gesehen. Das war wahnsinnig gewesen. Cool, das glaube ich. Und ich hoffe, da kommt noch der ein oder andere Meilenstein, den ihr so feiern könnt. Du hast vorher auch, ich sage jetzt schon gesagt, eben im Studium ist vieles, wirst eher darauf vorbereitet, in der Schweiz um eine Karriere in einem Grossbetrieb zu starten, wieder Unternehmer zu werden. Das führt meiner Meinung nach auch allgemein dazu, dass in der Bevölkerung so das Bild vom Unternehmer vorherrscht, wo manchmal vielleicht nicht meiner Wahrheit entspricht, sage ich es mal so. Wenn jetzt du müsstest Unternehmer definieren, was bedeutet es für dich persönlich, Unternehmer zu sein? Ja, also Unternehmer sein bedeutet eben wirklich selber wollen und selber können etwas auf die Beine stellen, was es noch nicht gibt. Also man muss den Markt, als Unternehmer muss den Markt können anschauen und sehen, okay, da ist eine Lücke, da braucht es etwas, was es noch nicht gibt. Und es spielt absolut keine Rolle, ob das irgendwie etwas, ob das eine bestimmte Art von Stuhl ist, ob es physisch oder ob das eine Software ist, oder ob es in der Beratungsleistung ist, egal. Du musst den Markt analysieren und sehen, da ist ein Bedürfnis, das noch nicht gestillt ist, ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Und nachher selbstständig wirklich können, alles drumherum organisieren, für das Problem zu lösen und monetarisierbar zu machen. Also sprich auch, dass das Kunden wirklich davon kannst überzeugen kannst, dieses Produkt zu brauchen und dafür zu zahlen. Und alles drumherum organisieren ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also es geht, als Unternehmer bist du unglaublich abwechslungsreich unterwegs. Oder? Du kannst nicht alles einfach speziell, das ist nicht wie jemand, der sich spezialisiert auf etwas, sondern du musst mega der Allrounder sein. Oder? Schlussendlich musst du irgendwie ein erstes Produkt machen, so, mit so wenig Geld wie möglich kreieren, am Markt bringen, was auch immer das Produkt eben ist, jetzt in unserem Fall halt Software, also musst du ein gewisses Verständnis haben für Technologie und für Software. Nachher musst du die richtigen Leute drumherum können scharen, also einerseits Mitarbeiter, also Mitgründer zuerst, und dann Mitarbeiter, die an die Idee glauben, aber auch Partner, Advisors, Berater, Investoren natürlich, oder? Also musst du wie die ganze Human Resources drumherum können scharen und nachher eben halt auch die Finanzen. Musst können, das ist wie so ein ganzes Ecosystem, wo du musst um die Vision herum scharen. Also am Anfang ist wie du hast ein Problem erkannt, du hast eine Vision für die Problem zu lösen und nachher musst du auch das drumherum organisieren. Das wäre auch so ein bisschen eine erste Definition, aber es ist natürlich nicht lehrbuchmässig oder so. Aber so. Um das geht es mir ja auch gar nicht, sondern wirklich eben, wie es für dich sich anfühlt oder was du darunter verstehst, weil lehrbuchmässig ist manchmal meiner Meinung nach nicht unbedingt der Wort entsprechend. Das stimmt, das ist wirklich noch ein guter Punkt. Ja, also ich sehe mich wirklich als Unternehmer, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Paradeunternehmer bin, überhaupt nicht, aber ich glaube, das sehe ich auch bei anderen. Also ich habe auch ganz viele Vorbilder von erfolgreichen Unternehmern und ich glaube, dort sehen sie es genau gleich, dass sie einfach eine Vision haben, die sie sehr gut anderen Leuten verkaufen können oder die einfach auch wirklich Sinn macht und nachher einfach relentless dieser Vision nachgehen. Oder? Also wirklich alles geben für die Vision, alles aufgeben, einfach alle ihre Energie, jeden Wachmoment eigentlich für diese Vision gehen und einfach nie aufgeben. Also wirklich, eben, wir haben über Durchhaltevermögen gesprochen. Ich glaube, Durchhaltewillen ist auch das Wichtigste im Ganzen. Dass einfach nie aufgeben, immer auf dem bleiben.
Und somit eben dann können alles andere drumherum organisieren, sei es die richtigen Leute, sei es die richtigen Technologien, sei es die Finanzen. Und nachher um das herum, wie ein kleines Dorf eigentlich, wie ein Feuerli, das Feuerli hat und ein Dorf drumherum bauen. Das kann zum Menschen sein. Oder die Vision ist wie das Feuer. Und nachher muss ich Cool. noch organisieren, dass das alles drumherum entsteht. Cool. Schöne Darstellung, definitiv. Wenn jetzt du nochmal müsstest, nochmal könntest die Zeit zurückdrehen, gibt es Sachen, die du anders würdest machen in der doch noch relativ kurzen unternehmerischen Karriere? Hast du da Punkte, wo du sagst, hey, das war ein Fehler gewesen, das würde ich heute definitiv anders machen? Schwierig, weil ich glaube, es hat schon Sachen, die ich anders würde machen, aber ich glaube nicht, dass es wäre anders gegangen. Das ist wie am Anfang musst du halt in dem Alter, wenn du es noch nie hast gemacht, musst du einige Fehler selber machen. Oder ich meine, ich habe wirklich sehr viel gelesen, das würde ich auch jedem empfehlen. Vielleicht hätte ich auch mehr noch so lesen. Also ich habe sehr viel informiert, sehr viel gelesen über eben, wie starten wir so ein Unternehmen und so weiter. Und dann kannst du von Leuten, die Fehler schon gemacht haben, lernen. Aber schlussendlich musst du ganz viele Fehler gleich noch einmal selber machen. Weißt du, machst einfach selber. Etwas, was ich ein bisschen bereue oder was ich gerne anders hätte gemacht, ist weniger Geld ausgeben für sinnloses Zeug. Wo am Anfang brauchst du eigentlich kein Geld. Also wir haben viel mehr Geld ausgeben für irgendwie rechtliche Abklärungen oder Geld ausgeben für irgendwelche Beratungen oder einfach für ganz viele verschiedene Sachen oder für ein Logo zu designen und so. Und irgendwann musst du das Geld schon ausgeben, am Anfang nicht. Am Anfang musst du eigentlich kein Geld ausgeben, bis du wirklich merkst, okay, da ist etwas hinter der Idee. Du hast ein MVP, du hast irgendwie die Marktvalidation, dass da wirklich etwas dahinter ist. Und dann kannst du einfach Geld aufnehmen und dann Geld ausgeben. Aber am Anfang kannst du einfach wirklich alles sehr, sehr günstig machen. Das ist, glaube ich, eines der grössten Learnings, wenn man noch mehr hat, soll machen. Okay, aber jetzt gerade, also in eurem Fall, eben, ist ja vielleicht so eine rechtliche Abklärung extrem wichtig, schon sehr früh, weil vielleicht findest du ja heraus, dass es gar nicht machbar ist. Also das musst du ja gleich irgendwie wie abklären, sonst investierst du unfassbar viel Zeit in etwas, wo du nachher dann innerhalb von einer Beratungsstunde mit einem Rechtsanwalt herausfindest, fuck, meine ganze Idee funktioniert nicht, weil es ist illegal. Also, ist ja gleich mega schwierig, zu welchem Zeitpunkt bist du denn jetzt schon weit, um das zu machen, oder nicht? Ja, absolut, absolut. Also eben, Research machen und die ganze Abklärung zu machen, ist extrem wichtig und das würde ich wahrscheinlich jetzt noch mehr machen, als ich dann noch gemacht habe. Ich habe dann manchmal auch so ein bisschen, hat man sich ziemlich schnell mal zufrieden gegeben, ja, das funktioniert ja schon und dann wird es gut. Also die Research muss man definitiv super machen, aber ich würde nicht mehr Geld ausgeben für irgendwelche Anwälte, wo man gar nicht kennt. Und schlussendlich, die stehen 0% hinter ihrer Idee. Die Idee nochmal ein Kessel, was ich plündern kann. Also es ist wirklich so, die machen auch schon ihren Job, aber die schauen dann auch, dass ihr Job irgendwie dass die sehr viel wird kosten. Oder nein, zum Beispiel mit einer grossen Kanzlei geredet, also eine Riesenkanzlei, weltweiter Konzern, wo uns hat die ganzen Abklärungen gemacht, plus irgendwie so eine Letter of Intent, einfach, dass man mit der FINMA direkt schon, mit der Finanzmarktregulierungsbehörde von der Schweiz direkt hat eigentlich das Go gehabt, ja, ihr könnt das so machen. Und das wäre so der super Prozess, wie man es eigentlich sollte machen als ja, riesen Startup oder grosses Unternehmen, wenn man es kann finanzieren kann. Und die haben uns ein Angebot geschrieben, wo irgendwie fast 100.000 Steine hat gekostet und es hat uns irgendwie 3 Monate, es hat 3 Monate gedauert, oder? Und das ist einfach ein No-Go, das kannst du nicht als Startup, das kannst du einfach nicht. Und gleichzeitig haben wir aber Leute gefunden, die uns gratis unterstützt haben, weil sie eben an das Unternehmen geglaubt haben. Also zum Beispiel unser jetziger Verwaltungsratspräsident, der Alexis Roussel, der ist Anwalt und der hat selber auch Unternehmen schon gegründet in diesem Bereich. Der war einer der Top-Experten gewesen. Und der hat es einfach spannend gefunden und darum uns geholfen. Und schlussendlich haben wir ihn dann ein klein beteiligt an der Firma, wo er uns die ganze Abklärung hat gemacht. Und er ist jetzt Verwaltungsratspräsident und er hat dann sogar selber noch investiert, ist jetzt also auch noch Investor. Und das sind die magischen Connections, die du musst haben. Also ich glaube, so am Anfang musst du alles so machen mit Leuten, die gewisse Begeisterung haben für dein Thema und dir gratis weiterhelfen und einfach gleich Expertise natürlich dort drin haben. Also wenn du einfach zu jemandem gehst, hier liebe Anwaltskanzlei, du uns das abklären,
dann, ja, dann wird es einfach teuer und am Schluss haben sie das Herzblut nicht drin, dass sie wirklich genau, und auch das Verständnis für den Case, dann fehlt es wenig, dass sie die wirklich unterstützen. Das ist so meine Meinung. Okay, perfekt. Das funktioniert doch oder passt, das ist super. Wir sind schon gleich am Ende vom Interview. Hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das? Ja, ich habe eine riesige Liste von Zitaten, die ich sehr, sehr cool finde und sehr gerne. Ich bin echt ein Fan von Zitaten. Mein Lieblingszitat ist wahrscheinlich von Steve Jobs, der sagt: Stay hungry, stay foolish. Sehr einfach. Er hat das mal, glaube ich, an einem Abschluss, also am Absolventenabschlusskongress in Biel vor einer Uni, ich glaube Stanford oder so, hat er eine Rede gehalten und hat sie geschlossen, glaube ich, mit Stay hungry, stay foolish. Also er wird einfach damit ausdrücken, oder, dass der immer heiß muss bleiben, immer auf die nächste Möglichkeit willst hoffen, quasi immer wie ein Löwe, weißt du, einfach eben hungry und die nächste Beute wollen jagen. Und aber eben auch stay foolish, man darf Fehler machen, weißt du, man darf noch naiv sein und man darf ein bisschen wie ein Kind denken und Sachen ausprobieren und es geht hure viel in die Hose. Und das ist okay, weißt du? Man kann am Anfang denken, so, ich baue jetzt das nächste Facebook, oder? Einfach völlig irrational. Und ganz viele Leute würden sagen, ja, spinnst du jetzt, oder? Aber das darf man eben genau sein, oder sollte man eben genau sein als junger Unternehmer. Ja. Stay hungry, stay cool. Perfekt. Das ist doch recht. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die entweder ihr eigenes Ding schon machen oder sich zumindest überlegen, sich selbstständig zu machen. Was sind jetzt so die drei ganz konkreten Tipps, die du diesen Leuten mit auf den Weg geben würdest? Mhm. Löse das Problem. Unbedingt. Also es gibt kein Unternehmen, das erfolgreich sein kann, wenn es kein Problem löst. Also das heisst wirklich mit einem Problem, das es da draußen gibt, so tief beschäftigen, dass du dann auch eine super Lösung dafür kannst bauen. Er redet mit ganz vielen Leuten über das, über deine Idee, über das Problem, über die Lösung und alles, weil es gibt viele Unternehmer lernen kennen, die wie gesagt, nein, sie wollen ja nicht mit irgendjemandem über das reden und wenn, dann muss man das NDA unterschreiben, dass der ja nicht mehr die Idee klaut. Es gibt im Fall so viele Ideen da draußen. Es kommt nicht auf die Idee drauf an, schlussendlich kommt es auf die Execution drauf an. Und darum, red mit so vielen Leuten wie möglich. Und zwar mit auch so verschiedenen Leuten wie möglich. Irgendwie mit der Familie, mit Kollegen, aber auch mit Arbeitskollegen, mit anderen Unternehmern, mit potenziellen Investoren, mit potenziellen Partnern, mit so vielen verschiedenen Leuten, mit potenziellen Kunden natürlich vor allem. Red über die Idee und so wird sie mit der Zeit wachsen und reifen und besser werden und es wird es im Fall höchst wahrscheinlich nie mehr nachher machen. Schlussendlich kommt es auch darauf an, dass du dann gut und schnell das kannst umsetzen und dann wirst du gewinnen, egal ob jetzt viele Leute deine Idee kennen oder nicht. Und schlussendlich werden die auch die Idee kennen, weil du gehst schon live damit. Also gut. Und der letzte Tipp ist, geh so schnell wie möglich am Markt. So schnell wie möglich. Idealerweise nach eben so 3 Monaten oder so schon am Markt gehen. Und am Markt gehen ist nicht mal das fertige Produkt schon auf den Markt bringen, sondern eben einfach mit der Idee am Markt gehen. Eine Website drüber machen, einen Social Media Kanal drüber machen, wo du drüber redest, wie wird das, wie sieht die Idee aus oder wie sieht dieses Produkt nachher aus. Irgendwie eine Newsletter-Seite haben, wo sich Leute einschreiben können, die dafür interessiert sind, Chats haben, wo Leute reinkommen können und über das diskutieren, die daran interessiert sind, eine Community aufbauen und so weiter. Und nachher auch so schnell wie möglich mal einen ersten Wurf vom Produkt, auch wenn es noch nicht perfekt ist, aber wirklich MVP, einfach mal auf den Markt und du kommst nämlich Schritt für Schritt weiter. Und du hast zwar Angst, wenn du das Produkt auf den Markt bringst, weil es noch nicht perfekt ist. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, sagt ja, wenn du nicht peinlich berührt bist, also wenn du nicht embarrassed bist vom ersten Produkt, das du lancierst, der hat spät lanciert. Mhm. Also es muss dir voll peinlich sein, wenn du das erste Produkt rausbringst, weil so lernst du am meisten, so bekommst du Feedback vom Markt.
Perfekt, super. Geniale drei Tipps kann ich nur unterschreiben. Ihr findet die Tipps natürlich auch auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch wie auch in den Shownotes vom Podcast. Dort findet ihr auch die Bücher, die Julian jetzt gerade empfiehlt. Du hast nämlich gesagt, du hast extrem viel gelesen. Was sind so die Top 3 Bücher, die du jetzt jedem, der sich überlegt, sich selbstständig zu machen, würdest ans Herz legen? Oh, gerade so on top of my head. The Art of the Start von in so Japan, in Kiyosaki oder so. Okay. Wenn du es googelt. The Art of the Start ist super. Lean Startup von Eric Ried oder so. Eric Ried, merci genau. Und was ich auch noch cooler gefunden, Zero to One von Peter Thiel. Okay. Das ist so ein bisschen abgespaced und völlig Silicon Valley Technocrat-Style, aber gleich auch ein paar sehr coole Inputs für Unternehmer. Ja. Das wären wahrscheinlich meine drei Top-Tipps. Perfekt. Nicht danach googlen, sondern auf der Webseite oder in den Shownotes einfach auf den Link klicken und direkt auf Amazon bestellen. So funktioniert das am besten. Perfekt. Julian, merci vielmals für das extrem spannende Interview. Ich glaube, wir sind schon gut über eine Stunde dran. Ist aber mega spannend gewesen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, cooler Typ, möchte ich mich unbedingt mal connecten, möchte ich mal mit ihm, ich habe eine Frage an ihn, ich möchte selber von ihm lernen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen? Am allerbesten auf LinkedIn, einfach mir eine Anfrage schicken mit einem kurzen Text, dass ich vielleicht auch weiss, dass es vom Podcast ist. Das fände ich spannend und dann können wir E-Mail austauschen und so, kein Problem. Genau, LinkedIn, Connection und Message funktionieren wahrscheinlich am besten. Ich lese jede, ich bekomme zwar relativ viel, aber viel so ein bisschen Scan-Zeug, das kennst du auch. Aber ich lese jede und wenn ich merke, es ist wirklich ein Mensch, der sich für das interessiert, eben zum Beispiel, wo der Podcast hat gehört, dann antworte ich auf alle Antworten. Perfekt, super. Danke vielmals, Julian, für deine Zeit, für die mega spannenden Insights. Ganz viel Erfolg in Zukunft mit Relay. Klingt extrem spannend, muss ich selber auch gerade mal anschauen. Und wünsche dir extrem viel Glück in der Zukunft und ganz einen schönen Tag. Merci, Nico. Merci vielmals und merci das Publikum, dass du dir zugelassen hast. Wirklich mega cool. Da gibt es so einen banddeutschen, schweizerdeutschen Startup-Podcast und hat mich voll Support, hat mich mega gefreut, dass ich hier sein darf und mach weiter so, Nico, merci. Merci vielmals, mach's gut, ciao Julian, ciao.